Bescheidenheit killt euch. Stellt euch vor, ich gehe Skifahren. Nach 12, 13 Bier denke ich, heute ist ein guter Tag, um meinen Rekord für die Talabfahrt zu brechen. Ich fahre also Schuss runter und breche auch was. Nicht den Rekord. Dann bin ich im Krankenhaus und dann sagt der Arzt, ach, Sie haben aber Pech heute. Dann sage ich, ja, warum? Sagt er, ja, Sie haben Ihr Bein gebrochen. Aber nicht nur das, sondern ich bin heute Ihr Chirurg. Sagt er, ja, ich bin zwar Arzt auf dem Papier, aber eigentlich wollte ich Musiker werden, Jazz, ja, aber meine Eltern. Ich musste Arzt werden, naja, ich werde mir Mühe geben. Erwarten Sie nicht zu viel. Denke ich jetzt, wow, sympathischer Typ, ja, under promise, over deliver. Nein, ich gucke nach dem Rollstuhl, versuche da irgendwie noch rauszukommen. Und das ist es, wenn du denkst, dass Bescheidenheit dich in irgendeiner Form sympathisch macht, es stimmt nicht. Wenn es deine Kernkompetenz trifft, zerstörst du deine Kompetenz.